dich mir auch anschließen. Komm schon. Nein, jetzt macht nicht so einen Quatsch. Oh, wir haben unser Sohn. Der ist echt ein Meisterwerk, der Typ. Der hat uns gerade nochmal 115 Geld zusätzliche Steuereinnahmen verdient. Und die Truppen unserer Frau kommen nicht mit. Und das finde ich echt blöd. In Crusader Kings 2 gab es die Möglichkeit, unseren Verbündeten zu sagen, sie sollen doch bitte unserer Armee folgen. Und das gibt es hier nicht. Und das finde ich so doof. Jetzt machen die hier irgendeinen Scheiß, was überhaupt nicht notwendig ist. So, wir werden jetzt hier nördlich von denen den Fluss überqueren. Die verlieren während der Belagerung natürlich Männer, das ist sehr gut. Chances are even. Okay, sie hauen ab. Okay. Kommt zur Schlacht. Das sieht, weiß nicht. Oh, unser Sohn ist ja mit in der Schlacht. Und dort 20 wurde verwundet. Okay, das sieht aktuell, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, Leute. Die Schlacht gewinnen wir. Was ist das denn? Ice Skaters. Today is a chilly, but otherwise nice day. I've taken a few hours to myself to walk around some of the smaller settlements near my keep, taking in nature and simply enjoying the nice day. As I'm walking, I come upon a frozen pond and see some small folk wondrously skating around on the ice. Their movements are all over the place. Many fall onto the ice, but some are gliding beautifully. Oh, what a pretty sight. I think I'll sit down here and watch them for a while. I think I'll join them. Nee, das auf keinen Fall. No, it isn't safe. I have to stop them. Nö. Na, dann gucken wir uns das einfach mal ein bisschen an. Während unsere Truppen hier einen Sieg erringen. Oh. Wir haben einen feindlichen Kommandanten gefangen genommen und direkt auf 45% Warscore. Wo könnte man nochmal sehen? Battles won, lost. Ist das, kann man wieder sehen, dass das irgendwo gedingst ist? Dass man nur so und so viel aus gewonnenen Schlachten herausziehen kann? Wird der größeren Armee mal folgen? Obwohl, hier ist Lord Joseph dabei. Nee, dann... Ah, verdammt. Habe ich zu spät gesehen. Wir werden ihn verfolgen, weil wenn wir den gefangen nehmen können, dann ist es natürlich schon vorbei. Was ist das? Master Helmans Hand. Helmand Tallheart. Ja. Werde ich jetzt einfach mal sagen, da gehen wir jetzt mit. Wir haben eben die Nachricht bekommen, dass ein guter Sieg errungen wurde. Da wird Lord Roos dann von der Dreadfort mal nach, wie heißt es nochmal? Torrent Square, natürlich, wie konnte ich das vergessen? Reisen. Genau. Low chance of danger, 4 locations. $25. Ja. Dann werden wir da jetzt hinreisen, während unsere Truppen weiterhin dem Feind verfolgen.
Ah, und Lord Domerick, also unser Sohn und Erbe, ist jetzt unser Regent. Weil wir jetzt unsere Domäne verlassen werden. My acquaintance, Master Hellman, is hosting a hunt in Torren Square, and time has come for us to depart. I should be able to proudly represent the House of Bolton. This should be good sport if the event is properly organized. I can't wait. So, jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Hier, Regent Lord Paramount Domerick. Er ist selfless. Das ist schon mal sehr gut. So. Können ihm jetzt hier... Oder nein, das... To change mandate. Wir können uns das auch noch... Well, eines fill coffers. 12 armies oder promote authority. Es kann halt sein, ich muss mich damit auch nochmal richtig beschäftigen, wie das Ganze hier jetzt funktioniert. Die Regentschaft. Aber es kann halt, je länger die Regentschaft andauert, desto mächtiger wird der Regent natürlich. Er ist aktuell auf dem ersten Level. Und die Effekte, this regency can be ended at any time that the liege is fully capable. Diarchs can try to embezzle gold from their liege. Was sind nochmal Diarchs? The junior partner during power sharing. A Diarch helps their liege run the realm. Ach so, der Regent. Okay. So. Also aktuell besteht da überhaupt keine Gefahr. Aber je mächtiger die werden, desto gefährlicher werden die auch. Die können dann halt auch Sachen gegen uns unternehmen. Ich glaube, in der schwersten Stufe, dann kann es sein, dass die uns natürlich dann uns die Titel zum Beispiel entreißen wollen, die Regenten. Oder es kann halt auch sein, dass diese Regentschaft dauerhaft neben uns etabliert wird. Aber ich glaube, hier bei unserem Sohn, jetzt nur für diese Reise zu dieser Jagd, da ist das überhaupt keine Gefahr. Und Phil Coffers, das ist schon ausgelegt. So, okay. Gravel, Weird Whispers. Always... Was? Achso. I've noticed that Captain Henley avoids me more than usual. He always sits at the opposite end of the table whenever we are invited to a feast and consistently refuses my company while camping. We may not have the best of relationships, but the attitude is starting to tire me, especially when I overhear him defaming me. Roose is a evil fopdoodle. A what? Ein Fopdoodle. Alter, das ist die schwerste Beleidigung, die ich jemals gehört habe. Was zum Geier heißt das? Was zum Geier? Hatten wir das nicht schon mal irgendwo? Irgendwie mal in einem anderen Roleplay oder sowas. Was zum Henker ist ein Fopdoodle? I'd be way better Lord than him? Das sagt der Typ, das ist der Chef von den Söldnern, die wir angeworben haben. You wanna know who it is? I'll show you. Have a master take care of it. You're gonna end your days in a dungeon. Ja, der behauptet, er wäre ein besserer Lord als ich und dass wir ein Fopdoodle sind. Ne, der Typ wird sofort eingesperrt. Ja, der flieht hier zurück in seine eigenen Ländereien. Und wo sind wir gerade? Ach, da. Ah, wir kommen jetzt an Winterfell vorbei. Ah, wir dürfen, a foreign treat. It's not the first time I catch my courtier Skinner fiddling around with some flowers he's been picking along the road. Sometimes I'd swear I even hear him sighing, overlooking sharp waters holding. My liege, he says when he notices that I've been observing him. It's not a secret that my heart has found a new home far from home. Alas, my liege, my soul aches for Eiling. Okay. Wer ist das?
Chef Lord Robert und Kerwin, okay. My desires know no end, her eyes, her hair. I long for just a salute, I'd die for a word. Please, I beg you, let me stay with her. Unser Höfling. Who am I to interfere with in higher matters? You are coming home with me. We have no time for such juvenile infatuations. We have enough room in our court to welcome both of you. Nee. Ja, we have no time for... Dafür haben wir keine Zeit, du bleibst gefälligst bei uns. Damit haben wir ihn dazu gebracht, zu bleiben. Wolfswood Clansman Woman. I have seen the world and beheld its many wonders in my travels, but never have I beheld such beauties as the ones I've seen in Belpit River. Truly, Wolfswood Clansman Woman are cut above all the rest. One particularly fascinating specimen has taken my eye as late, a peasant woman by the name of Maria. A pretty little sunshine, she is far too pleasing to my eye to spend her days slaving away in Belpit River. Okay. Würde ich fast sagen. Also wenn wir die so toll finden, die ist chased. Oh, naja gut. Das. Aber das ist Roos ja egal. Ich meine, wir wissen, dass Roos in solcher Hinsicht nicht gerade, zimperlich ist. Wenn wir uns daran erinnern, wie Ramsay entstanden ist. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, die wird unsere Geliebte. Ob die jetzt groß was... Ob die das jetzt wirklich will oder nicht. So, wir sind jetzt da. As we await the arrival of the rest of the guests, Master Hellman has started on the preparations. His gamekeepers check the wilderness each day for signs of quarry, while building a camp closer to the hunting grounds. I have checked my gear and horse many times. It won't be long. Ja, aha. Ach Gott, jetzt, wenn ich das wegklicke, wo kann ich das dann wiedersehen? Okay, hier kann ich es wiedersehen, aber weil hier der Krieg ist gerade wichtiger. Hier wird es jetzt zur Schlacht kommen. Aber ich glaube nicht mit ihm, sondern mit seinen... Mit den anderen. Ja, mit diesen da. Aber immerhin. Die schlagen wir. Wir haben wieder einen gegnerischen... Kommandanten festgesetzt. So, und jetzt werden wir uns ihm wieder vornehmen. Und Royce comes of age. I'm proud to see my son no longer as a child, but as an adult. Having been such an inattentive child, it is not difficult to see why Royce has had a hard time getting to grips with scholarship. Hardly studious, he at least manages to memorize certain choice quotes from the classics. Hallo, der hat die ältere Sprache gelernt. He will probably never write any great theorems, but he might read one or two. Stubborn, arbitrary, wrathful, honest. Und da fällt mir was ein. Domerick, unser Sohn, wurde verwundet. Mir fällt aber ein, wo es gerade um unsere Söhne geht, zu unseren Jüngsten. Moment. Da haben wir hier noch gar nichts ausgewählt. Ausgewürfelt. Ich würfel jetzt. Muss ich mich irgendwie immer dran erinnern. Eine 10. Das bedeutet, es geht auf Diplomatie, womit er eigentlich
nicht so gut zurechtkommen sollte, aber es ist halt so. So machen wir das halt. So, und jetzt... Okay. Lord Gerhard, wer ist das? Gerhard Borden, kenne ich nicht. Assembles the party as the sun rises over the camp in the wilderness near Torn Square. The local gamekeepers have scoured the vicinity for recent tracks and fumes. While there is sadly no sign of a buck in the area, there are evidently plenty of hares. Ultimately, Master Hellman decided he wanted to hunt a hare today. Na gut. Wenn's nicht anders geht. Was ist eigentlich Betrothed can marry? Ach so, Royce und Lisa. Also diese Amber, ja natürlich. Ja, somit wäre das Empty Council Position. Zwei Master schon wieder, warum das denn? Na gut, dann wird das hier wieder Lady Gwyn. War die das nicht schon mal? Egal. Achso, da steht's ja, er ist gestorben. Heek, also Reek, der ja selbst einbeinig ist, hat jemanden verstümmelt im Kampf. Aha. Lord Hallis found tracks. Hallis Hornwood, oh, das ist unangenehm, wenn der dabei ist. My acquaintance, Lord Hank, Hank Three Pines, okay, is the first to spot its bounding legs. The devious Jack is hard to distinguish, but there's no doubt it's there, observing us through the leafy bushes. Master Hellman takes off after the beast, crying, come, it's getting away! Let's go! So. Wo ist jetzt der Gegner? Lord Joseph ist da. Hä? Moment, was ist denn jetzt hier los? Victory, gehen wir mal weg. Was ist das? Unser Sohn will eine Allianz. Ja, natürlich. Okay. Ja, wir verfolgen den richtigen. Aha. Wir haben Hunter Experience bekommen, okay. The weary Jack is spent. Already bitten by a hound, it squats in terror as the dogs close in. Held in check by the few terrors. Also, Jagdvokabular habe ich mal sowas von überhaupt nicht drauf. Ich habe jetzt eher weniger verstanden, was da gerade jetzt passiert ist. Master Hellman takes aim at the party, keep the exhausted hare in place, exhale and loose. The arrow strikes true straight into the beast's heart. Gut. Ah, der bekommt Hunter Experience, okay.